Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Er nennt sich Spektrum Retreat. So, ich habe gerade bei Einstellungen mal so ein kleines paar Einstellungen vorgenommen, Musik, Laufzeit und so weiter. Und jetzt gehen wir hier auf neues Spiel und dann fangen wir mal an. Klopfen an die Tür. Ja, herein. So, wir wachen auf in einem Zimmer. Kann gleich noch mal was dazu sagen. Okay, ich kann mich hier drehen, bewegen, wie ich möchte. Okay, scheint wohl im Moment nichts an Stimmen oder so zu kommen. Klopfen an der Tür. Aber dann geh doch da erstmal hin. Tür öffnen. Ah, good morning. I hope you had a restful sleep, and I do apologize for the disturbance. Hopefully you recall requesting this wake-up call. And while we iron out one or two technical difficulties, I hope you don't mind this somewhat personal touch. Breakfast is being served in our restaurant downstairs. I'll let the host know you're on your way. And please, enjoy your stay. Ja. Mein Telefon oder was? Ans Telefon gehen. Gut, also Leute. Es geht darum, wir sind jetzt hier in diesem Hotel aufgewacht. Das ist ein Hotel, so viel weiß ich. Und man konnte auch eigentlich sehen, ne? Und ja, ich muss rausfinden, warum ich eigentlich hier bin. Mehr weiß ich auch nicht. So, wir haben. Ah, hier, was ist das? Schreiben. Aha. Kann ich da irgendwie nah ran? Ich kann hüpfen und sonst im Moment auch gar nichts. Gut. Da komme ich da nicht ran. War da irgendwas? Da scheint nur irgendein Staubpartikel oder sowas zu sein. Wir müssen uns hier alles angucken und untersuchen, wenn es geht. Und ja. Können wir hier unseren Kleiderschrank öffnen? Nein, geht nicht. Auf Toilette können wir auch nicht gehen. Aber da können wir aufmachen. Okay. Nachrichten prüfen. 7 werden unten erwartet. Okay. Hallo? Zimmer 108. Was haben wir für ein Zimmer? 109. Ja, dieses ist ein Let's Play, wo man sich Zeit lassen kann, wo man halt was untersuchen kann, wo ich halt rausfinden muss, warum bin ich hier oder bin ich überhaupt und so weiter. Und ja, so viel ich weiß, gibt es ja gar keine Ungeheuer, keine Waffen oder sowas. Aber Rätsel soll es geben und ich bin ja für Rätsel
immer zu haben. Und hier kann man nirgends rein. 115. Und hier ist Zimmer 103. Wow, das ist aber ein Riesensprung hier. Und Zimmer 114. Hier ist wieder ein schönes Gemälde. Aha, mit einem Pool. Das finde ich ja cool. Ich nehme mal an, alles Bilder aus dem Hotel. Good morning. My apologies. The elevator will be back up and running soon. Why not enjoy some breakfast while you wait? Ja. Das Frühstück werde ich genießen, wenn ich es denn kann. So. Hier geht auch nichts um uns. Alter, hier sind Wege, das ist ja Wahnsinn. Also, wir gehen hier zur Rezeption, zum Restaurant. Ballraum, Pool und Librari. Ich weiß jetzt nicht, was Librari ist. Ich würde es dann noch gewahr. Aber die anderen Sachen, ist klar, die kenne ich. Das heißt, wir müssen eigentlich in die Richtung. Aber ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um. Ein Raum mit ein helles Fenster. Ich weiß, wie man sowas nennt, aber ich habe es gerade nicht auf der Zunge. Relief, Relinksbums oder so. Hier sind auch die Hinweise. Hier sind die Kissen. Aber wer sollte sich... Oh, hier ist offen. Nein, da sind wir, ne? Haha, 109, ja. 109, das sind wir, können es auch nicht zumachen, merkwürdigerweise. Na gut, das heißt, hier geht es einmal in die Runde. Dann gehen wir doch hier und dann da den Hinweis nach. Hier geradeaus. Das ist auch offen. Dann scheinen wir ja hier im Kreis gegangen zu sein, oder? 126. Aber hier, wenn man da hier oben nichts mehr ist, gehen wir einfach mal runter. Oder auf jeden Fall erstmal hier den Hinweisen nach. Oh, jetzt fängt das erst an. Repstone präsentiert. Mit ein wenig Klaviermusik. Ein Spiel von Dan Schmidt. Der Spektrum Retreat. Okay, da unten sind welche. Von diesen komischen Maschinen. Ja. Jetzt darf ich auch wieder, wie schön. So, Fahrstuhl und die Räume 101 bis 132. Ich gehe mal hier runter. Hier soll irgendwo mein Frühstück auf mich warten. Der große Splendisi, oder wie man den auch ausspricht. Morning. Hope you enjoy your stay. Naja. Entweder seid ihr komische Roboter oder einfach nur Schaufensterpuppen, die hier rumstehen in Anzügen und so. Im Moment geht hier noch nichts. Was ist das? Scanprotokoll. Aha.
Nein. Mitarbeiter 237, Eintrag 1. Ich habe meinen Traumjob. Ich habe meinen Traumjob. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber ich habe ihn. Es wurden sogar ein paar Entscheidungsprozesse übersprungen. Jemand mit mächtig Einfluss muss mein Portfolio richtig gut gefallen haben. Morgen fange ich an. Hoffentlich kann ich einen guten Eindruck machen. Mein Name ist Cameron Boral. Erlebnis seiner bei Spektrum. Cameron. Ja. Okay. Und das Ding bleibt auch da liegen. Da ist die, oder das Labari geht aber nicht auf, okay. Hallo? A very good morning. Ja, wenn er so schön ist. Restaurant, okay, da scheint er wohl unser Frühstück zu sein. I hear breakfast is especially good this morning. Ja, doch. Und hier? Wow, wir können die Drehtür drehen. Toll. Wir haben eine Drehtür gedreht. Ha. So, hier ist dann. Now there's someone who knows how good our famous breakfasts are. Sorry to report the weather has taken a turn for the worst, but don't let that spoil your appetite. Please, make yourself comfortable in the restaurant. Ja. Das, gucken wir mal, ne? So. Kann man hier hinter? Wir können. Hallo, Telefon. Okay. Dann gehen wir doch mal hier ins Restaurant. Hier entlang. Nachrichten prüfen. Werde Sie da rausholen. Lassen Sie sich nichts anmerken. Also was? Wer will mich hier rausholen? Wie bitte? Was ist denn das? Merkwürdig. Okay. Hier kann ich nichts aufmachen. Good morning. Your reserved table is ready when you are, and please mind your step. Seems one of our guests left in something of a hurry. Kann ich mich denn irgendwo hinsetzen oder heißt das, nee, du musst hier hin oder so? Gibt bestimmt nur eine bestimmte Ecke. Ich nehme mal an. Das wird ja so schön beschienen. Der helle hier. Und das ist auch von unser Essen. So, was ist denn das? Nachrichten prüfen. Wie gut. Versuche Kontaktaufnahme. Aha. Die Uhr spielt verrückt. Wo ist das Essen hin? Ich habe nicht gegessen. Ja. Was haben wir denn hier? Nein, ich dachte, der hat wieder was geleuchtet, aber.
ans Telefon gehen. Cooper. Hello? If you can hear this, hide your phone now. Now, hide your phone right now. Wie soll ich das Handy verstecken? Don't let the staff know you have this phone. My name's Cooper. I believe you're being held here against your will. I'm gonna try to help you, but you must do everything I say. I'm gonna send an update to your phone. This'll let you receive calls from me automatically. So you can just focus on trying to act naturally. Sorry about... Oh, shit. Shit, the signal's being blocked. Just... Oh, hold on, I can fix this. Oh. Ja. Das ist offen. Das ist nicht offen. Gut. Wieso darf ich mein Telefon nicht bei mir behalten? Warum ist denn das so schlimm? Eine teuer aussehende Küche. Die Dinger gehen nicht auf. Und sonst kann ich auch nichts machen. Gut, im Moment meint man vielleicht zu denken, oh, was ist das denn? Man kann ja nichts machen oder sowas, aber das kommt mit Sicherheit alles noch. Da kann man sich drauf verlassen. Das wird nicht lange so bleiben, denke ich mal. Haha. So, wo müssen wir denn hin? Also, da kommen wir jetzt da nicht hin. Hier. Das ist auch wieder so ein Würfel. Nummer 2 von 9. Mitarbeiter so und so. Eintrag 7 ist es aber. Nach 3 Monaten mache ich langsam, aber sicher Fortschritte. Ich hätte nicht gedacht, wie kompliziert das Design für neue Technologien sein kann. Das FEU-Team fügt jeden zweiten Tag etwas Neues hinzu. Und es ist unmöglich, die Arbeit für länger als eine Woche zu planen. Angeblich herrscht in der Chefetage von Spectrum eine gewisse Hysterie, was Mitbewerber angeht. Und man ist besessen von möglichen Marktfähigkeiten, Fortschritten. Als Designer muss ich dafür die passende Orte schaffen. Die anderen sind total begeistert von ihren Szenarien. Ich meine, klar, können wir zum Mond fliegen. Allerdings denke ich, dass eine vertraute Umgebung für mich besser wäre. Die Vorauswahl für den nächsten öffentlichen Testlauf ist in 2 Monaten. Ich brauche einen schnellen Geistesblitz. Was für eine Testphase und so. Hier scheint nichts zu sein. Restaurant war auch keiner mehr. Okay, if you can hear me, make your way to the elevator. Okay, ich höre Sie. Und ich soll zum Aufzug. Warum auch immer. Dann gehen wir doch mal zum... Get to the elevator, then I'll know you can hear me. Ja, ja. Hier steht geradeaus, okay. Also, den Weg, den Gang hier lang. Dann gehe ich doch mal zum Elevator und so weiter. So. If you're getting this, go to the elevator. Der ist hier. Na 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 na. Good. If you're at the elevator, then the tracker in the phone is working. And with any luck, the elevator should be working again too. You never know, this might be easier than I thought.
See if you can call the lift, and I'll see if I can get you. That's it, you're nearly there. All you have to do is get to the roof. Give it a go. Das Dach erreichen? Wie soll ich denn das Dach erreichen? Aufs Dach fahren. Gehen. Oh, bollocks. That means I couldn't upload the credentials you need. You're gonna have to hack the system from within and... Okay, everything you see, everything you hear is gonna sound crazy, but, well, hopefully not everything, but... We have to put things right, and that starts with you. Your mind, it's fragile and complicated, so... We have to do this one step at a time. I have to let you remember at your own pace. I promise I'll do whatever it takes to get you out of here. I swear it. Now, somewhere nearby, there should be a door that doesn't match the others. Your phone will let me know when you found it. I'll call you back. Ja, toll. Muss ich jetzt eine Tür hier finden oder was? Ein Zimmer. Nun gut, Leute, wie auch immer. Ich mache an dieser Stelle mal eine Folgenpause und melde mich dann natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye bye.